Der hieß Bürger Polens! Nach vielen Jahren der Demütigung sind wir nun endlich bereit, uns das zurückzunehmen, was uns rechtmäßig gehört. Es ist Zeit für den Krieg gegen Deutschland. Zeit, die Deutschen für unser Leid büßen zu lassen. Sie sollen mit ihrem Blut bezahlen! Wir sind hier fertig. Und jetzt aufsetzen. Zeit abzuhauen. Der hieß nicht Kruse. Der hieß anders. Neujak? Neujak? Müsste ich nachgucken, das weiß ich nicht mehr auswendig. Der hat den Krieg auch überlebt, dieser SS-Mann, der den Angriff auf Gleiwitz geführt hat. Der wurde erst in den 50er oder so angezeigt und vor Gericht gestellt. Auftrag erledigt, Herr Obersturmführer. Und der wurde aber nicht verurteilt. Arbeit. Feuer! Das wird hier immer bescheuerter. Dieses Geheimnis werden Sie mit ins Grab nehmen. Also das ist so absurd. Wer hat denn das programmiert? Haben die jemals einen Historiker dazu gerufen? Bürger Deutschlands, Soldaten des Reichs. Letzte Nacht hat Polen heimtückisch deutsche Grenzsiedlungen angegriffen. Der wurde auf jeden Fall nicht verurteilt. Aber weil der Feind wurde zurückgedrängt und heute ist der Tag der Rache. Führungsstab wurde entschieden, ihnen... Der wurde nicht verurteilt, weil der während der Verhandlungen, während der Ermittlungen ist der verstorben. Der war ja auch nicht mehr der Jüngste. Also das ist auch Bullshit. Die haben doch nicht die SS hat doch nicht die eigenen SS-Leute erschossen. Also Pharaonen haben ihre Sklaven ermorden lassen nach dem Bau der Pyramiden. Aber das Deutsche Reich hatte die eigenen Leute exekutieren lassen, weil sie halt einen Angriff... Weil sie einen fingierten Angriff durch... Also das war Schwachsinn. Abgesehen davon war das auch gerade Schwachsinn. Die Flugzeuge waren okay dargestellt, aber die Deutschen haben ja nicht irgendwelche Dörfer ausgebombt. Gut, haben sie schon, wenn da Feinde drin saßen. Aber die haben jetzt einfach mal so... Bomben kosten Haufen Geld. Die hat man auf Gegner geworfen. Angriff auf zivile Siedlungen waren am Anfang des Zweiten Weltkriegs noch nicht üblich. Die Tommies haben damit angefangen. Beziehungsweise sie wollten damit anfangen, aber die haben den deutschen Radar unterschätzt. Und deshalb haben sie relativ hohe Verluste bei ihren einfliegenden Bombern erlitten, worauf die Briten dann begonnen haben, nur noch nachts zu bomben. Was ihnen aber auch nichts gebracht hat, weil die Briten halt, die Briten wussten das, weil die Deutschen ihnen das ins Gesicht offen gesagt haben, dass die Deutschen ihrer Radartechnologie weiter sind als die Engländer. Aber die Engländer wollten das einfach nicht glauben. Und die deutschen Radaranlagen in Norddeutschland haben aber die einfliegenden britischen Bomber vor der Küste schon problemlos erfasst gehabt. Da hat ihnen das Nachteinfliegen auch nicht so viel gebracht. Die ersten bewussten Bombardierungen, also Rotterdam war noch nicht mal eine bewusste Bombardierung von der zivilen Stadt in dem Sinne, wobei man da diskutieren könnte. Guernica wird immer als im spanischen Bürgerkrieg wird immer genannt, aber das ist auch propagandistisch von den Alliierten aufgewertet worden, von den Republikanern, weil da gab es ja tatsächlich Feindkräfte stark und es gab eine Munitionsfabrik, also es gab wirklich militärische Ziele. Und ich glaube, das waren irgendwie 4 deutsche Flugzeuge, also da kann man jetzt noch nicht von einer Massenbombardierung sprechen. Die Bombardierung Londons, die erste, waren versehen. Das war ein deutscher Bomber, der sich verirrt hatte und einfach ausgeklinkt hat. Die sollten aber eigentlich ursprünglich degradiert werden. Aber weil die Engländer dann Gegenaktion durchgeführt haben und dann tatsächlich, Hamburg bombardiert haben, oder ich glaube, Hamburg war es, hat man diese Bomberbesatzung dann im Gegenzug, also dann nicht degradiert, sondern sie dann gesagt, ja, hier, gute Männer, könnt wieder gehen. So, aber jetzt machen wir hier mal weiter. An Reservebestand an Angriffstruppen zuzuteilen. Fordern Sie Verstärkung an und sie wird innerhalb kürzester Zeit eintreffen. Mhm. Neuer Auftrag. Anforderungspunkte erhalten. Schön, Tschechenpanzer. Also der 38T ist ja von den Skoda-Werken. Der wurde, steht auch da, Skoda-Kanone. Die wurde ja erbeutet nach der Besetzung der Rest-Tschechei. Und das sind 2er, oder? Ja, ein A. Drücken Sie Tab. Ne, holen wir uns lieber noch einen Panzer. Verstärkung ist auf dem Weg. Ein 4A mit der Stummel, 7,5. Na gut, gegen Infanterie bringt das was. Kann ich da mehr auf einmal anfordern? Nö. Verstärkung ist eingetroffen. Kommandeur, der Panzer 4 bildet das Rückgrat des Angriffstrupps. Versuchen Sie, ihn nicht zu verlieren. Stimmen Sie Ihre Aktionen mit den verbündeten Streitkräften ab.
Verstärkung ist in ihre Richtung ausgerückt. Sie wird sie bald erreichen. Wir müssen die polnischen Verteidigungslinien durchbrechen, damit die Heeresgruppe Nord das Stadtzentrum einnehmen kann. Währenddessen greift die Heeresgruppe Nord die Munitions- und Treibstofflager an, um die Versorgungslinie der Polen abzuschneiden. Auftrag erfüllt. Neuer Auftrag. Ja gut, die greifen wir nicht frontal an. Also das war aber eben gerade auch wieder so richtig so Company of Heroes Hollywood-Style. Der Panzer IV, der eine deutsche Scheune platt fährt. Das ist ja hier diese deutsche Kaserne. Vor allem, warum sollte ein Panzer IV-Kommandant zu seinem Fahrer sagen, ey, da führt ein Weg an dieser Scheune vorbei. Und links, links stehen Bäume, ich würde rechts auf der Straße langfahren. Aber warum sollte jetzt sein Fahrer sagen, ey, komm, da steht eine deutsche Scheune, komm, die fahren wir jetzt mal platt. Zumal ein Panzer IV, der eine Scheune, die eine Scheune reinfährt und tatsächlich eine Mauer dabei umwalzt und dem fällt das Dach auf den Kopf. Das war's für den Panzer IV. Den kann man erstmal ausgraben. Das ist ja kein Tiger 2. Wir sind unterwegs. Also der Panzer ist nicht kaputt. Die Besatzung wird auf Dauer vielleicht ein paar Luftprobleme bekommen. Aber der Panzer kann ausgegraben werden. Aber der wird garantiert keine Scheune, die ihm auf den Kopf gefallen ist, einfach da wieder rausfahren. Bestätigt. Dafür ist der Panzer IV überhaupt nicht stark genug motorisiert. Vor allem nicht die 4A-Variante. Beim 4H könnte man ja vielleicht drüber diskutieren. Selbst bei dem bin ich mir jetzt sicher. Aber abgesehen davon ist das halt auch einfach Schwachsinn. Warum soll ich denn die Schuppen kaputt fahren? So. Gut. Also bis jetzt habe ich wirklich den Eindruck, dass die Kritik meiner klaren Freunde da das wirklich trifft, dass hier wirklich so Hollywood-mäßig, also weg, deutlich weg von historischem Kontext. Ich vermute, die haben hier den hervorragenden historischen Rechercheabteilung der Total War Spiele, ja, also von Creative Assembly abgeworben. Wie wir alle wissen, besteht ja die Rechercheabteilung, die Fachhistoriker von Creative Assembly, aus dem Praktikant, der im Keller sitzt und nur kirgisisches Wikipedia zur Verfügung hat. Und der macht ja die komplette historische Recherche für alle Total War Spiele und den haben die wahrscheinlich abgeworben. Wobei, wir sollen ja nicht allzu sehr lästern. Die Fahrzeugdarstellung finde ich gut. Die passt. Die stimmt auch soweit. Auf die Daten, die dran stehen. Mir gefällt auch, dass das hier mit der Widerstandsfähigkeit und wo die Panzerung Stärken, Schwächen hat. Gut, der Panzer 2 besteht nur aus Schwächen. Das ist bekannt. It's known, Khaleesi. So, das ist nur Infanterie und so ein komischer Schuppen, eine MG-Stellung. Also theoretisch haben die Panzern gar nichts entgegenzusetzen. Testen wir es mal. Bestätigt. Befehle? Verstärkung ist auf dem Weg. Bereit, unterwegs. Schanzt der sich jetzt wirklich ein? Wir sind unterwegs. Verstärkung ist eingetroffen. Ah, jetzt baut das wieder ab. Was hat denn der für ein Reichweite? Zeit, Rache für die Ermordung unserer Kameraden zu nehmen. Angriff! Was macht ihr denn? Meld mich zur Stelle. Was zum... Hallo? Wer hat denn diese KI programmiert? Warum so... Ach, egal. Ich krieg hier gerade voll den Anfall. Keine deutsche Infanterie seit... Vielleicht den ersten Anfangstage von 1870, ne? Greift in einer Schützenwolke geballt auf offenem Weg eine befestigte Infanteriestellung an. Gut, todessüchtige Lemminge könnten das vielleicht machen. Russische Soldaten, denen ein Kommissar im Rücken steht und in den Hinterkopf schießt, wenn sie jetzt Hurra brüllen, vorwärts brüllen, die machen das auch, aber denen bleibt auch nichts anderes übrig. Zulu-Krieger.
die nicht wissen, welche Feuerkraft britische Rotröcke haben. Die machen das auch. Aber deutsche Soldaten 1939 greifen nicht in einer Schützenwolke auf offener Straße einfach Hurra brüllen und befestigte Gegnerstellung an. Wenn vorn ein deutscher Panzer steht, der völlig gechillt, gefahrlos alles zusammenbolzen kann. Wenn die vorgehen mit Infanterie, was vernünftig wäre, um die Flanken des Panzers zu schützen, dann würden die links und rechts eine Schützenlinie bilden, geduckt vorgehen, Deckung suchen, Baum zu Baum, links und rechts eben vom Panzer, um ihn die Flanken freizuhalten und gegnerische Infanterie, die vielleicht in der Lage ist, ihn zu beschädigen, ich wüsste eigentlich auch nicht, mit was die polnische Infanterie den beschädigen sollte, die geballte Ladung aus Handgranaten, wenn sie dicht genug rankommen, und vielleicht, wenn sie so eine kleine Pack ranziehen oder so eine kleine Flak irgendwo rumstehen haben. Das haben sie aber hier nicht. Auftrag erfüllt. Die erste Verteidigungslinie der Polen wurde durchbrochen. Die Polen fliehen! Neuer Auftrag. Verstärkung ist auf dem Weg. Das Oberkommando hat Ihnen einen Bomber für die Vernichtung strategischer Ziele bereitgestellt. Anforderungspunkte erhalten. Verstärkung ist eingetroffen. Ach, darüber, okay. Oh, das ist interessant. Meldung des Bomberpiloten. Begebe mich zum Zielgebiet. Auftrag erfüllt. Anforderungspunkte erhalten. Meldung des Bomberpiloten. Überfliege das Ziel. Neuer Auftrag. Panzerabwehrkanonen wurden vernichtet. Polen ziehen sich zurück. Die Straße zu den Depots und zum Stadtzentrum ist jetzt frei. Ja, bestätigt. Bestätigt. Genau zwischen die Augen. Panzer hier. Bestätigt. Befehle? Wir haben sie alle erwischt. Alles klar. Alles klar. Lass mich raten, die von der idiotischen KI angeführten... Die Aufsätze sind auf die Stadt ausgerichtet und feuerbereit, Herr Kommandeur. Wir erwarten Ihre weiteren Anweisungen. Ja, die von der idiotischen KI angeführten Unterstützungstruppen wurden natürlich aufgerieben, wie zu erwarten war. Der Weg ins Stadtzentrum ist frei. Wir müssen nur noch die Umgebung sichern, ob unsere Flagge auf dem Marktplatz ist. Bestätigt. Infanterie eliminiert. Alles klar.
Melde mich. Aha. Meldung des Bomberpiloten. Begebe mich zum Zielgebiet. Auftrag erfüllt. Wie Sieg. Hallo, was ist mit dem... Achso, ich hätte erst... Ach, das ist ja doof. Ich kann nicht, wenn ich das Hauptziel erfüllt habe, noch die Nebenziele machen, sondern ich muss... Ah, okay, ich hätte jetzt erst die Nebenziele machen müssen und dann erst das Hauptziel besetzen. Ja gut, das müssen wir auch erst wissen. Das ist ja doof. Ich hätte die gerne noch dahin weggebombt. Das ist irgendwie alles freigeschaltet, oder was? Sturminfanteristen. Das heißt Fallschirmjäger, ihr Vollpfosten. Sturmtruppen ist die Bezeichnung für eine besonders ausgebildete Infanterieart, die die Deutschen im Ersten Weltkrieg entwickelt haben, wegen dem Grabenkrieg im Westen. Fiesler Storch. Müsste das sein. Der Storch war halt so ein Papierflieger, aber er hat halt einen riesen Vorteil. Der kann auf echt jeden der Stoppelacker auf jeder Wiese landen. Das ist so ein Ultraleichtflugzeug. Man braucht halt nur einen extrem kurzen Startbahn. Also theoretisch Startbahn. Der langt echt eine Wiese, bis das Ding in den Himmel kommt. Okay. Das finde ich jetzt doof. Also ich hätte jetzt gern wirklich erst noch diese ganzen anderen alle Sachen da platt gebombt und geschossen, bevor ich dann... Ah, okay, jetzt eine Insel. Ich baue mir also immer so eine Kampfgruppe zusammen aus der Auswahl von Einheiten. Kann ich jetzt noch mal spielen? Nee, scheinbar nicht. Ja, wie gesagt, das hätte ich gern noch gemacht. Okay, keine Nachrichten. Operation Merkur. Was, wie jetzt? Operation Merkur. Hä? Liebe Entwickler, die Landung auf Kreta, die erfolgte, nachdem die blaue Linie sich hier entlang, ja genau, Fehler, das ist, das trifft's genau, das sollte sich hier an der türkischen Grenze befinden, weil vorher haben die, das Deutsche Reich, allerdings nicht freiwillig, die dummen Italiener haben von Albanien aus Griechenland angegriffen und haben das nicht auf die Reihe gekriegt, die haben sich in Albanien zurückdrängen lassen. Unnützes Vollpfostenarmee. Also nichts gegen die Italiener an sich, aber ihre Armee ist einfach legendär für totales Versagen. In jeder Hinsicht. Die können gar nichts. Sogar die NATO hat die Italiener nie ernst genommen. Sogar die waren der Meinung, die Italiener, die fallen eh um innerhalb von einer Woche. Deshalb war keine wichtige NATO-Einrichtung in Italien. Egal. So, auf jeden Fall haben die Italiener da unten Unfug gemacht. Und dann haben dann verzweifelt nach den Deutschen gerufen und Hitler hat halt gesagt so, ja, die Griechen werden jetzt von den Engländern unterstützt, wir können das auch propagandistischen Gründen nicht zulassen, dass unsere italienischen Verbündeten von den Griechen in den Arsch getreten bekommen, wir müssen denen helfen. Und dann ist man halt, hat man vorher Absprachen versucht zu treffen mit den Rumänen, den Bulgaren, den Ungarn, den Jugoslawen, hat versucht die auf seine Seite, auf die Seite zu ziehen, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt, dann gab es aber einen Staatsstreich in Jugoslawien. Und Jugoslawien ist in der neuen Regierung dichter an die Alliierten ran und hat mal in Deutschland gesagt, also bevor wir jetzt wieder anfangen mit ihnen zu verhandeln, ja, time is running, dann hauen wir denen halt jetzt auch noch aufs Maul. Das fanden die anderen drumherum ziemlich gut, die haben sich nämlich dann alle bereichern können an den Jugoslawen, an ihren Gebieten. Ja.
Und dann waren die Ungarn, die Rumänen und die Bulgaren sind, die Rumänen hatten eh Beef mit den Sowjets, weil, das hier ist auch nicht richtig, die rumänische Grenze war zu dem Zeitpunkt, wenn das jetzt 41 sein soll, schon hier, weil die mussten ihre Ostprovinzen an die UdSSR abtreten. Die Stalin hat halt denen gesagt, also ihr könnt uns das freiwillig geben oder wir kommen und brennen euch alle Städte nieder. Dann haben die Rumänen gesagt, alles klar, bekommen die Ostprovinzen. Ja, und die Rumänen hatten ja Beef mit den Sowjets. Die Ungarn waren so pissig, weil die Ungarn auch eine der Verlierermächte des Ersten Weltkriegs waren. Ja, als Teilstaat von Österreich-Ungarn, die hatten auch ganz massiv Gebiete eingebüßt. Und, ja, zum Beispiel die Slowakei war ja vorher ein Teil von Ungarn, bevor sie eben, die Tschechoslowakei ist ja ein Kunststaat, die wurde ja im Ersten Weltkrieg erst gegründet. Teile von Rumänien, also hier ist der Siebenbürgen-Bereich, das wurde von den Ungarn beansprucht. Also, und die Bulgaren, die hatten sowieso ihre eigenen Theorien und Ideen. Und da hat man halt relativ schnell Jugoslawien überrollt. Die jugoslawische Armee hat auch nicht wirklich eine Chance gehabt. Und dann ist man nach Griechenland rein. Und dann hat man Griechenland besetzt, hat die Engländer aus Griechenland rausgejagt. Und die Engländer haben sich nach Kreta zurückgezogen und nach Ägypten. Und dann hat man gesagt, okay, wir können jetzt, also strategisch ist Kreta aus deutscher Seite komplett nutzloser Kackinsel im Mittelmeer. Also Kreta ist eine wunderschöne Insel, aber strategisch ist sie komplett nutzlos von deutscher Seite. Aber von englischer Seite kann man natürlich von hier aus sogar Sizilien und Südost-Italien bombardieren. Und hier liegen nun mal wichtige italienische Kriegshäfen. Und man, gut, die italienische Marine hat sich im Nachhinein auch als komplett nutzlos herausgestellt. Aber man wollte halt jetzt nicht unbedingt, dass die halt hier die ganze Gegend bombardieren. Also von Kreta aus können englische Bomber im Prinzip hier wirklich alles erreichen. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen aber den Engländern einfach Kreta wegnehmen. Und deshalb hat man Kreta erobert. Nicht, weil man das brauchte für sich. Also, wie gesagt, das war für die deutsche Seite nutzlos. Man wusste aber auch, dass man, wenn man mit Schiffen da über die Ägäis nach Kreta will, die Royal Navy einen platt machen wird. Ja, da hat man einfach keine Chance. Nicht mit italienischen Schiffen als Verbündete. Dann hat man zum Teil wirklich mit Schiffen übers Meer angegriffen, zum Teil eben aus der Luft mit Fallschirmjägern. Das haben wir aber irgendwie hier scheinbar einen Spielabbruch. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, starte das Spiel neu. Das scheint einer dieser berüchtigten Bugs zu sein und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ich werde dieses Video wahrscheinlich ohnehin in kleinere Teile schneiden müssen. Das ging nicht jetzt schon alles ziemlich lang. Dann bis gleich.